okay laufen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag. Heute befinde ich mich beim Montafon Nordic Sportzentrum in Montafon. Und gleich zu Beginn der Sendung ist der Geschäftsführer Elmar Eck bei mir. Hallo, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, schön, dass ihr da seid. Gut Ding braucht Weile. Ich glaube, dieses Stichwort passt perfekt zum Sportzentrum hier im Montafon. Lange hat es gedauert, jetzt sehen wir es hinter uns. Es ist vollbracht, morgen kann eröffnet werden. Wie ist Ihr Gefühl? Ja, für mich ist sozusagen Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Silvester, Hochzeitstag, Geburtstag, alles auf einem Tag. Das ist wirklich eine Riesenerleichterung und vor allem die Riesenfreude, wir wissen, die Chancen funktionieren. Die Proben, wir sehen es hinter uns, es wird schon fleißig trainiert. Wie sind hier schon die Rückmeldungen? Ausgezeichnet. Es war eine Riesenspannung. Man muss wissen, die FIS hat eine Baunorm für Schanzen. Und da sind Winkel und komplizierte Berechnungen vorgegeben. Und bei uns hat es der Richard Kaiser vom ÖSV berechnet und gemacht. Und es gibt eine neue Bauordnung. Wir sind die vierte Schanze, die er geplant hat. Und drei, die er davor gemacht hat, die gingen nicht gut zum Springen. Bei uns hat er was verändert, ganz leicht. Und das Ergebnis ist sensationell. Also die Sportler sind hellauf begeistert. Morgen ist Eröffnung. Was steht da alles auf dem Programm? Ja, wir haben um 15 Uhr, Tag der offenen Tür, laden natürlich die ganze Bevölkerung ein, zu uns zu kommen. Die Springer von Vorarlberg zeigen ihr Können. Sie werden den ganzen Nachmittag auf allen Schanzen springen. Also man sieht die Springer in Aktion. Und es ist also auch für mich ein sehr tolles Gefühl. Ich habe jetzt viele Monate lang nur Bagger und Bauarbeiter gesehen. Und am Dienstag und Mittwoch am Abend, da waren vom Montafon 70, 80 Kinder hier. Die haben am Sonntag einen Schanzencup und sie haben trainiert. Und es ist einfach schön zu sehen, wie die Kinder Augen leuchten und wie sie lachen und wie sie die Anlage nutzen. Kinder haben also hier schon trainiert, das ist für mich ein gutes Stichwort. Die AOF startet ja im Jänner. Das war natürlich einer der größten Gründe, warum man diese Schanze überhaupt gebaut hat. Aber es sollte nicht nach dieser AOF zu Ende sein. Da soll noch viel mehr passieren. Was ist denn geplant mit diesem Sportzentrum? Also wir haben ja nicht eine Veranstaltungsanlage geplant, sondern eine gut funktionierende Trainingsanlage. Da haben wir das Hauptaugenmerk darauf gelegt. Wir haben auf vier Schanzen gebaut, aufeinander abgestuft. Und der tagtägliche Gebrauch, das ist unser Geschäft. Und eine Veranstaltung soll auch möglich sein. Es wird da Kompromisse geben. Aber wir gehen da ganz bewusst einen anderen Weg, wie beispielsweise Turin. Bei der Olympiade mussten da Schanzen gebaut werden. Und mittlerweile, die stehen einfach da und niemand nutzt sie. Und wir machen das genau umgekehrt. Und wir haben riesengroße Vorteile mit der Topografie. Wir haben also eine Windmessung gemacht, bereits vor dem Bau, über 1,5 Jahre. Und bei uns kann man fast immer springen. Wir haben talauswärts eine große Geländekuppe und der Wind streicht über unsere Anlage drüber. Und das ist eigentlich unser Riesenvorteil. Und im Winter, da haben wir das so, dass ab 12. 13. Oktober die ganze Anlage bis Anfang März im Schatten liegt. Wir haben also keine Sonneneinstrahlung. Also wir haben also wirklich die besten Voraussetzungen. Und zu den EOF noch ganz kurz. Das ist also sicher der Grund, warum es uns gibt. Das war die Initialzündung dann schlussendlich, der Zuschlag. Und wir haben aber logischerweise auch vorher schon Bewerbe. Wir haben am 26. bis 28. September den Alpencup bei uns zu Gast und am 12. Oktober die österreichischen Meisterschaften. Also alle, die Schlierenzauer und Co. dann sehen wollen, bitte am 12. Oktober schon vormerken, da kommen die ganzen ÖSV-Stars zu uns. Da wird es also so richtig eingeweiht, dieses Sportzentrum, also schon vor der AOF hier was los. Wenn Sie Interesse haben, sich das alles mal anzuschauen, dann kommen Sie doch einfach vorbei, morgen beim Tag der offenen Tür ab 15 Uhr. Sie hören es im Hintergrund noch, der Bagger macht noch die letzten Feinarbeiten. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten des Tages im Überblick.
Rotes Kreuz präsentiert Tätigkeitsbericht. Im vergangenen Jahr wurden 110.000 Patienten vom Roten Kreuz transportiert. Das heißt somit auch, jeder dritte Vorarlberger wurde durchschnittlich einmal transportiert. Im Rettungsdienst und Krankentransport wurden 820.000 Stunden vom Roten Kreuz geleistet. Davon entfielen 320.000 Stunden auf die freiwilligen Rettungs- und Notfallsanitäter. Vorarlberger Kindergärten bleiben im Sommer am längsten zu. Die Ferienzeit stellt arbeitende Eltern jedes Jahr vor große Herausforderungen. In Vorarlberg ganz besonders, wie aus den aktuellen Zahlen der Statistik Austria hervorgeht. Denn Vorarlberg ist österreichweit Schlusslicht bei den Kindergartenöffnungszeiten während des Sommers. Im Österreich-Durchschnitt sind die Betreuungseinrichtungen an 16,2 Betriebstagen geschlossen, in Vorarlberg an 38,4 Tagen. Okay. Ich bin nun in der Mittelstation angelangt mit dem Bürgermeister Ostja Gunz. Hallo Herr Bitschnau. Hallo, grüß dich. Das Denkmal, das neue Denkmal für Ostja Gunz ist endlich fertig. Kann man das so sagen? Ist dieses Schanzenzentrum ein Denkmal für euch? Ich denke, es wird zum Denkmal wäre. Momentan ist es einfach die größte, die schönste Sportanlage im Land Vorarlberg. Mhm. Und uns erfüllt es einfach mit Stolz und mit Freude, dass der dort schon gut steht. Mhm. Aber nicht nur für Ostja Gunz, für die Gemeinde ist das Ganze etwas Wichtiges, sondern für den gesamten Montafon-Tourismus. Ich denke, dass das ein weiterer Mosaikstein ist für den Tourismus im Montafon hin, wo wir einfach mit dieser Schanze noch einmal ein zusätzliches Aspekt kriegen, wo einfach mehr Leute zum Montafon nach außen hin den einfach wahrnehmen. Montafon Tourismus hat sich ja auch bei den Kosten ein wenig beteiligt. Wie schaut das aus? Wie rechnet sich das? Ich denke, das wird sich über einen umwegenden schon rechnen, weil wir sagen das bei der Skihauptschule. Da kommen viele junge Leute her. Das ist ja heim angeschlossen. Das hat recht viele Nächtigungen im Jahr. Mhm. Und der kann den hören. Und wenn sie positive Erlebnisse da haben, dann ist das ein Multiplikator und der kann immer irgendwann wieder hören. Mhm. Und das wird hier natürlich auch so sein. Wir haben es vorher gehört mit dem Geschäftsführer. Es sollen ja nicht nur große Veranstaltungen wie jetzt die EOF sein, sondern es soll ja das ganze Jahr über in Betrieb sein. Hier kommt man aus Frankreich, Italien. Jeder kommt hierher zum Trainieren. Gut für den Tourismus hier im Montafon. Optimal für den Tourismus. Ich denke, wir sind eine internationale Talschaft, wo über jeden Gast froh sind und je mehr internationale Dinge wir da anbieten können, umso mehr Leute werden ins Montafon kommen und werden uns besuchen und werden dann die Schönheit, die man da einfach kann, auch wahrnehmen und das austragen in die ganze Welt. Eine tolle Sache, also hier das Schanzenzentrum in Ostja Gunz. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. 5. Neuzugang für Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Cashpoint Altach. Die Rheindörfler holen Ivan Kovacic in die Cashpoint Arena. Der 26-jährige Offensivspieler aus Kroatien spielte zuletzt beim LASK und schaffte dort den Aufstieg in die heute für morgen erste Liga. Und starker Auftritt von Billardspieler Mario He. Bei den 9-Ball-Weltmeisterschaften in Doha klassierte sich der Rankler auf dem hervorragenden 9. Endrang. Das war's vom Sport und bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Nach jahrelangen Bemühungen der Stadt Dornbirn gibt es nun Bewegung im Betriebsgebiet Nord. Am Bezirksgericht Bregenz wurde ein junger Mann freigesprochen, dem jemand ein fremdes und gestohlenes Kennzeichen in seinen PKW gelegt hatte. Und vor exakt 100 Jahren wurde in Sarajevo Thronfolger Franz Ferdinand ermordet. Das führte zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Ich befinde mich jetzt hier auf dem Zitterbalken in 108 Metern Höhe beim Sportzentrum, beim Schanzenzentrum in Ostja Gunz. Das war's also von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Tschüss! In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 14 und 22 Grad. Der Wind weht mit 7 km/h aus Süd-Südosten. Der Samstag startet noch recht sonnig, leicht föhnig und warm. Am Nachmittag nähert sich dann eine Kaltfront aus Westen und damit gibt es die ersten Schauer und Gewitter. Trüb und nass geht es durch den Sonntag. Mit der Kaltfront ist in Vorarlberg bis zum Abend mit Starkregen zu rechnen, der erst in der Nacht zum Montag langsam nachlässt. Am Montag beruhigt sich das Wetter allmählich bei Temperaturen bis 17 Grad und am Dienstag ist es wolkig bei Temperaturen von 13 bis 20 Grad.